Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Hexit. Ja, wir sind auf dem Server drauf. Mal sehen, was dann heute so passiert. Ich bin alleine drauf. Mal gucken, was der Dauerzocker L gemacht hat. Ich habe Bäume gepflanzt. Schön, wenn ich mal wegkomme nochmal, weil die einfach nicht gut aussehen. Ja, stimmt mir zu, ne? Sieht auch nicht so schön aus. Also Herbstbäume jetzt hier im Winter. Also Schneebiom, sondern Winterbiom. Sieht nicht so schön aus. Naja. Gut, dann ist es auch schon Folge 90. Wenn ich mich nicht irre. Ist auch schon krass. Mal sehen, was ich dann bei Folge 100 mache. Nichts. Oder? Wo ihr Ideen habt, dann, ja. Könnt ihr mir das gerne schreiben aus meinem Bett? Bett. Steht das noch eine Bettdauer? Das wäre richtiger Fail, ne? Ey, das ist ja richtig übel. Oh, ich kann hoffen, dass ich noch Wolle habe. Eieiei. Laborblöcke. Aha. Scheiße. Kacke. Sehr scheiße jetzt. Oh nein, Freund. Wir haben keine. Boah, ich muss mein Bett in. Wir haben ein Bett abgebaut. Steht jetzt mal ein Battle Tower oder nicht? Sagt ihr es mir? Siehst du das? Ich muss selber hinrennen, aber so ein sehr weiter Weg wieder. Ah, ich habe keine andere Wahl, ne? Denke ich, muss jetzt wieder hinlaufen. In der Richtung. Wir müssen in den Dschungel. Ne? Und das war geradeaus. Das ist ja hier. Dann machen wir das mal eben. Der ist doof. Und ich hoffe, das Bett steht da, ey. Wenn nicht, wäre richtiger Fail. Das ist ja so typisch wie ja. Dieses Projekt. Weil man einfach nie so richtig weiterkommt hier im Projekt. Immer und immer ist irgendwie was blöd. Weil ich wollte ja diese von User Farm. Ja. Dann kommt hier blöd dazwischen, jetzt wird ein scheiß Bett. Dann komme ich nach Hause und dann ist es ja Tag, dann kann ich ja nicht schlafen, wenn ich da sterben soll, bin ich am Spawn. Ohne irgendwas. Will ich schwimmen. Ohne Frostwalker Boots. Oh Mann, das ist echt scheiße. Richtig scheiße. Was auch scheiße ist, ich hätte mal einen Screenshot machen sollen. Von dem Haus ohne Bett. Vielleicht kommen wir wieder nach Hause in der Folge. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr gut. So. Sieht's bei euch nicht. Ist doch Berries. Nee, vielleicht auf dem Rückweg mit, eventuell, wenn ich dann denke. Und hier ist auch die letzte Folge mit dem Mikrofon jetzt hier. Nächste Folge gibt es dann mit dem neuen Mikrofon, was ich gestern bekommen habe zum Geburtstag. Na, also letzte Folge mit dem Mikrofon. Doch war, also müsst ihr euch einfach auch angewöhnen. Mit dem neuen Mikro. Ich habe sie schon ausgetestet und das hört sich etwas anders an als dieses. So, hoffentlich steht das Bett da. Wo ist mein Bett? Mann! Ich irgendwo. Bin? Nein. Vielleicht die Limbo-Dimension. Also, hier geht's ja, welche Probleme mit gab. Was ist denn jetzt da? Eine Spinne, was? Was?
Also ich merke das nochmal mir. Von Lautsprecher klebt gerade eine Spinne. Ach du Scheiße, ich hab Angst vor Spinnen. Ha! Oh nein, wie komme ich zu mir, ey? Oh, Scheiße, Mann. Das ist unglaublich. Ich nehme noch kurz die Berries mit. Oh Mann. Ich hasse Spinnen, ey. Die sind so scheiße, ne? Oh, es gibt nichts Schlimmeres als Spinnen, ey. Oh Mann, ist das nervig. Warum muss es Spinnen geben, ey? Jetzt muss ich ganz ein Auge behalten, dass ich irgendwie zu mir drauf höre, so, oder fahre. Also eine Hand kleben und dann hau ich mich drauf oder so. Und dann habe ich jetzt hier Blut von der Spinne an meinen Fingern oder was weiß ich. Ja, Blut, richtig. Ja, gar nicht, mir scheißegal, was Spinnen haben. Ich will jetzt einfach in ein Tuch rein, die Spinne, und dann werfe ich auf ein Fenster. Und dann schiebt sie am Falschen an. Oh yes. Oh nein, ich bring's hier gerade vor meine Tastatur. Ach du Scheiße, jetzt klebt ja meine Tastatur dran. Ach du Scheiße, die kommt immer näher. An mein W dran. Jetzt ist sie auf F3. Ach du Scheiße. Koordinaten ist jetzt ganz schlecht. Anscheinend gefällt dir F3, natürlich wird's da. Oh Mann, ey. Ich darf mich nicht bewegen, die Spinne. Oh, ist sie weggeflogen. Wo ist sie hin? Ich habe sie aus den Augen verloren jetzt. Scheiße. Ich werde nie mehr F3 anrühren. Nur Probleme heute, ne? Ey, kann ich nicht stecken? Warum kann ich nicht stecken? Was ist da denn los? Was soll das? Was schon irgendwie. Ich würde sagen, das wäre schon gewiss, wie dieser Folge exit. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Abo nicht vergessen. Und tschüss.